Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen in meinem Jurassic Park. Zweite Insel. Und ich bin reich. Und ich ignoriere die Mission gar nicht. Die Mission ignoriert mich. Nein, ich muss natürlich noch diesen Corythosaurus mit starker Muskelfasermodifikation freilassen. Ich glaube, ich habe gar keinen. Also ich kann keine Muskelfaser... Also diesen Bonus kann ich gar nicht erforschen, oder? Weil forschungstechnisch haben wir, glaube ich, alles durch. Gucken wir mal. Gute Verdauung. Intuitives, Immunreaktion, starke Heilung, Gehirnalter, Reaktionstempo, Stärke des Herzens, erhöhte Knochendichte, schnellerer Stoffwechsel, starke Muskelfasern. Isla Sorna. Mission abschließen. Ach, da müssen wir erst auf Isla Pena. Das ist ja krass. Du musst die Inseln wirklich mal wechseln zwischendurch. Wir müssen auf Isla Pena nämlich eine Mission abschließen, damit wir hier die Mission abschließen können. Jetzt bin ich ganz durcheinander. Doch, wir sind auf dieser Insel schon. Das hatten wir abgeschlossen. Aber wir müssen nochmal zur ersten Insel zurückkehren. Weil da sind auch noch Missionen offen. Wenn sie das Ausbrütungstempo 2.0 Upgrade auf Hammond, schieß mich tot. An. Dann haben wir wenigstens die Mission auch abgeschlossen. Jetzt müssen wir für ihre Sicherheit sorgen. Gucken wir mal auftragstechnisch weiter. Wissenschaft und Sicherheit muss noch ein bisschen hoch. Eine neue Gelegenheit hat sich aufgetan. Ja. Eine weitere Expedition durchführen, kein Problem. Das sind ja auch die einfachen Sachen. Mir fehlt übrigens auch das Sturmgebäude dadurch, dass ich... Moment, jetzt lass mich nicht lügen. Weil ich auf der ersten Insel halt recht schnell gewechselt habe. Aber so schließt sich der Kreis, um halt wirklich was zu tun. Also, man ist nicht mal eben schnell durch. So, wie sieht's denn aus bei meinen Dinos? Ihr seid alle mit den Dilophosaurus kommt dir relativ gut klar. Du bist bestimmt am Alter gestorben. Und dann erstmal im Wasser ertrunken. Hole Produkt ab. Styracosaurus. Oder der Krichtonosaurus. Eine hohe Bewertung hat er auf jeden Fall. Damit können wir nochmal ein paar Besucher anlocken. Wenn wir ihn ausgebrütet kriegen, weil die Lebensfähigkeit ist nicht sehr hoch. Der tote Dinosaurier wird gerade weggebracht. Ach, da ist noch ein Toter. Was ist denn jetzt da gestorben? Sehen Sie das nicht als Arbeit, sondern als zusätzlichen Verdienst und Erfahrung? Da ist eine Unterhaltungsmission, die brauche ich nicht. Anfang
Anfrage zur Produktabholung erhalten. Sehr schön. Wirklich gute Arbeit bei diesem Auftrag. Dann haben wir das Genom da fast fertig. Jetzt hat er mir gesagt, wir sollen eine Reise nach CEO. Lass mich jetzt nicht lügen. Ah nee, das war. Die Mission haben wir gar nicht angenommen. Deshalb lass uns erstmal Forschung, Mission, die Heilung. Ach, die haben wir ja schon gemacht. Also gehen wir doch auf Sicherheit wieder. Aufträge, neuer Auftrag, Auftrag anfordern, bitte. Sicherheit. Solche Aufträge gibt's nicht jeden Tag. Schauen Sie ihn sich mal an. Oh, neue DNA extrahieren, dass jemand auf 50% kommt. Ihr seid ja immer so lustig. Dann bleibt nur der Ankylosaurus, den wir dafür verwenden können. Gucken wir mal expeditionstechnisch, wo wir da hin müssen. Und wieder ein toter neuer Dinosaurier. Na, wo bist du? Ja, wir lassen... Ah, okay, wir lassen dich erst frei. Bei der Süße zieht erstmal neue Besucher an. Ich glaube, darüber habe ich mal gelesen. In einem Buch. Das ist ein Crichtonsaurus. Und bekämpft sich und Fressfeinde mit seinem Schwanz. Oh, er mag es nicht, mit vielen anderen Kreaturen zusammen zu sein. Das ist schlecht. Soziale Gruppe 0 bis 5. Ich glaube, du bist am besten dann aufgehoben bei den Triceratops. Aber seine Geborgenheit wird auf jeden Fall sinken. Bestätige Aufgabe. Tod wegen Altersschwäche. Und kann auch sein, dass bei den Triceratops bald niemand mehr drin ist, mit dem ich arrangieren muss, aber... Produkt muss eingesammelt werden. Dann ist das halt so. So, jetzt habe ich den Namen natürlich wieder von dem Dinosaurier vergessen, den ich... hier gerne Anteil, beziehungsweise umsetzen will. Schießt er noch auf den oder guckt er nur? Ach, der ist schon betäubt, alles klar. Dann komm mal her und komm ins andere Gehege. Unterwegs, um Produkt einzusammeln. Unterwegs. Kraftwerk reparieren. Unser Produkt wird rüber geschoben. So. Ankylosaurus. 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 Den gibt's da. Da gibt's den. In Südamerika können wir nicht drauf zugreifen. Okay, den gibt's nur im Doppelpack. Beziehungsweise zusammen mit den Triceratops. Entweder da oben. Oder hier.
Dann sammelt mal. Wir brauchen ja eh nur 1, 2 Fossilien, das wird dann schon reichen. Produkt zugestellt. So, sehr schön. Jetzt ist er direkt zufriedener mit den Triceratops zusammen. Und übrigens habe ich nicht überall eine Brutstation vor, weil das auch Geld kostet. Ach, die Lebenserwartung ist so schlecht von dem. So, das ist sehr gut für die Lebenserwartung. Das hier auch. Letzte Genom können wir eh nicht anpassen. Und ja, die Triceratops werden zwar ausgebrütet, aber die werden dann sofort rübergezogen. Oh, Futterstation, da kriege ich eine Information, dass die fast leer ist. Große Futterstation der Pflanzenfresser. Reserve leer. Hm, da hat doch früher das große Vieh dran gefressen. Aber ist doch gar nicht mehr hier drin. Also können wir darauf verzichten. So, das Grabungsteam kehrt zurück und bringt hoffentlich schön viele Fossilien mit, dass wir die Sicherheitsmission abschließen können und dann vielleicht die Mission bekommen für, wie heißt es, für die Sicherheit, so dass wir diese abschließen können. Oder dieses mittlere Kraftwerk müssen wir auch abschließen. Und wir haben zweimal das Ankylosaurus-Ding genommen. Da kriegen wir auch ordentlich was raus, ne? So, DNA-Extraktion um 10% verbessert. Expeditionsteam können wir trotzdem nochmal losschicken. Die Triceratops sind nicht für alle Zeit hier drin. Und da haben wir das lebensfähige Genom. Wir brauchen mehr Leute wie Sie. Ich schließe diesen Genombeschaffungsauftrag und bedanke mich bei Ihnen. Vergessen Sie das nicht, wenn ich in Zukunft etwas von Ihnen brauche. Der Gag ist einfach, warum sollten Genombeschaffungsaufträge in dem Fall hilfreich sein? Wir haben Arbeit, die interessant für Sie sein könnte. 600.000 pro Minute. Ich weiß auch nicht, was das mit Sicherheit zu tun hat. Ich will ehrlich sein. Beim Trainieren von Dinosauriern ist Geld sehr hilfreich. Stopp. Wir brauchen ein Betäubungsteam. Füge Aufgabe hinzu. Der sagt zwar gerade, die Geborgenheit ist okay, aber das stimmt nicht. Die müssen da raus. So, und wenn ich noch mehr Geld verdienen will, brauche ich ein weiteres Hotel. Betriebsstätte, Gäste. Das ist, ja.
ich will das halt nicht so krass weit entfernt haben von allem anderen. Dann muss ich anfangen, mit diesem komischen Transitsystem zu arbeiten. Ein eintreffender Tropensturm. So, Park überfüllt 12%. Sollten wir da nicht die Straßen nochmal anpassen? Das passt ja super, nicht. Hallo, Tropensturm. Macht uns bitte nicht alles kaputt. Okay, da ist ein ganzes Umspannwerk jetzt abgesoffen. Ranger Team 3, Aufgabe, kümmert euch darum. Wenn ihr schon mal unterwegs seid, könnt ihr auch gleichzeitig noch ein bisschen aufräumen. Wir haben einen toten Dinosaurier. Aber der ist an Altersschwäche gestorben. Ich glaube, der andere Dino ist schon aufgewacht wieder. Ah ne, man sieht nur das Symbol schlecht. Das Forschungszentrum sieht auch nicht mehr so gut aus. Futterstation muss aufgefüllt werden. Die Ranger-Station selbst ist beschädigt. Er ist dehydriert? Wahrscheinlich, weil die Großen die Kleinen nicht ranlassen. Könnte unseren Profit ordentlich steigern. Ja, aber was brauchen wir jetzt nicht? Vor allem, weil die anderen komischerweise dadurch angepisst sind. Sehr hohe Vielfalt. Annehmbares Wohlbefinden. So, Spaßbewertung 62%, Transportbewertung nur 52%. Ich würde sagen, da ist ein Zaun kaputt. Und das sieht so aus, wenn das dämliche Viehrad hier abhaut. Oh, muss das sein? Einverstanden. Bestätige Produktzustellung. Das ist doch ein Stahlzaun hier, oder nicht? Hauptsache die Triceratops bleiben drin. Ups, Entschuldigung. Produkt wurde zugestellt. Anfrage erhalten. Reagiere auf Reparatur. Na gut, ihr habt den schon betäubt.
Sammle Produkt ein. Ah, gut. Die bleiben auch jetzt erstmal drin. Oh nein, da, Moment, da ging kein schwerer Stahlzaun. Baukosten verbaut. Was für ein Blödsinn. Also irgendwie haben die Velociraptoren hier ihre Probleme. Bestätigt. Vor allem Dr. Frost, die kriegt die ganze Zeit auf Fresse. Was ja gar nicht sein muss. So, Gäste, Spaßbewertung. Was bringt denn Spaß? Das bringt Getränke. Zum Beispiel so ein Spielwarenladen bringt Spaß. Zustellung wurde abgeschlossen. Dafür gucken wir auch mal eben mit dem Auge. Ah, Moment. Kleiderladen. So, 580. Einen weiteren einstellen. Es bleibt bei 580. Erstmal. Fastfood-Restaurant. Wie sieht das hier aus mit der Bedienung? Ihr seid voll. Gibt sonst nichts mehr zu tun. Schutzraum 1. Hat sich auch erledigt. Souvenirladen. 790 von 900 Kunden. Also beziehungsweise 900 Kapazität. Ist aber nicht erreicht. Dann haben wir hier noch eine weitere Fastfood-Kette. Meckert euch nicht an da an der Seite. So, 800 von 800 ist voll, 940 von 1000. Ach komm, ihr kriegt einfach das maximale Personal und 1200 Kunden werden wir schon irgendwo finden. Da sind wir bei Profit von 535.000. Den Arbeiter extrahieren. Da ist echt ein Rumgeklick mit der DNA. Anstatt dass man einfach, sag ich mal, Ziele gibt. Moment, macht ein Kleiderladen denn auch Spaß? Nee, Kleiderladen ist nicht für Spaß zuständig. Geringe Nachfrage nach Spaß, hohe Nachfrage nach Spaß. Da drüben auch. Also wäre es gut, hier noch ein Spielwarengeschäft hinzuknallen. So, 3 Strom. Haben wir nicht. Dazwischen willst du nicht. Und ja, wir können hier hinten auch noch eine ganze Menge bauen. Machen wir jetzt auch. Oh, ich darf nicht über den Rand mit den Kabel bauen. Ich muss das Gehege hier an der Seite einstampfen. Anfrage bestätigt. Das ist nicht so dolle. Ach, da oben hatten wir ja schon ein Kraftwerk gebaut.
Tut mir leid, habe ich nicht gesehen. Ja, bitte Rückerstattung. Was macht keinen Sinn dann? Sind nur unnötige Kosten. So, Spielwarenladen. Personal direkt voll aufstocken. Ferngesteuerte Dinos für 28. Wie entwickelt sich das? So, der Spaßbedarf ist mal direkt in allen umliegenden Dingern gefallen. Die Hakenwurmquellen sind auch durch. Gibt es jetzt noch irgendeinen? Ich versuche mal noch einen Auftrag im Bereich Sicherheit zu bekommen. Ich weiß, dass Sie damit Erfahrung haben, also 10 Minuten lang keine Stromausfälle. Das ist doch dann wenigstens mal was Vernünftiges. Kommt auf die Liste. Mir wird aber auch nicht gesagt, dass die irgendwie kämpfen gerne, aber ich glaube, die haben wirklich ein Problem mit den großen Dinos. Dass sie sich halt nichts trauen, weil die ganze Zeit in Panik sind. So, hier können wir einen umwandeln in Ausfallschutz. Holst den immer noch genug Strom. Nur damit gehen wir dann vor gegen die, gegen die verbesserte Leistung da oben an der Seite. Ach, ihr seid ja schon wieder zurück. Kann ich einfach hier, mach Dauer. Dauerexpedition dahin. So, Schutzraumnachfrage gedeckt. Dinosaurier-Sichtbarkeit 98%. Finanzielle Abschneiden der Attraktionen. So, alles grün. Transportbewertung 69%, weil die da hinten angepisst sind. Spaßbewertung da oben rechts nicht gut. Einkaufenbewertung da an der Seite nicht gut. Dabei ist doch hier ein Souvenirladen. Ach, die meinen wahrscheinlich T-Shirts und sowas, ne? Dum-dum. Spaßbewertung schlecht. Essensbewertung schlecht. Ah, schlecht ist falsch. Geringe Nachfrage, damit kann ich gut leben. Und 2 tote Dinos wieder. Ich glaube, ist an Altersschwäche gestorben? Ja, anscheinend. Und ich glaube, die Leute haben auch ein bisschen an dir genagt. Im Nachgang.
Unterwegs, um Produkt abzuholen. Produkt wird eingesammelt. Läuft schon. Ach, der Standort ist komplett erschöpft. Tja, dass sowas passieren kann. Ich wusste gar nicht, dass das limitiert ist. Aber jetzt haben wir wieder was gelernt. Mal eben gucken, was verkaufen wir denn da hinten? Produkttransport wird durchgeführt. Dino Shirts. Produkt wird transportiert. Moment, du bist Kleiderladen 3. Das bedeutet, wir haben noch einen irgendwo. Oder es gab mal einen zweiten, den ich wieder abgerissen habe. Dino Hut, verkaufen für 8. Und setz mal ruhig 2 ein. Tja, auf 600.000 kommen scheint nicht so gut zu laufen. Wenn ich die Insel jetzt übrigens wechsle, Fürsorgestrafe keine, Authentizität sehr hoch. Ja, nur die Transportbewertung ist scheiße. Unterwegs. Wenn ihr schon da seid, füllt bitte beide auf. Anfrage bestätigt. Und geht zu Dr. Frosty in Ärgern. Indem ihr ein bisschen beschießt mit Heilung. Reagiere auf Nachschubanfrage. Und weißt du, wenn wir hier einen Dino Overall verkaufen, findet ihr den nicht geiler? Auf jeden Fall verdiene ich mit dem Overall besser. So, da holen wir die letzten 3% raus, die wir brauchen. Oh, noch ein toter Dinosaurier. Langsam sterben die wie die Fliegen, ey. Das kann nicht wahr sein. Zum Einsammeln des Produkts unterwegs. Tja, wenn wir nächstes Mal wohl... Ja, wir wechseln jetzt mal die Insel erstmal. Damit ich mir die Sturmhilfe holen kann. Neues vollständiges Genom. Triceratops. In dem Sinne an der Stelle erstmal ein Break. Ich weiß, es ist heute nicht so viel passiert in der Folge. Aber nächstes Mal gibt es dann wieder mehr zu sehen. In dem Sinne, bis dahin, schöne, euer Imperator.